Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Abenteuers in Fallout 4. Ich bin der Neflatur und wir hatten was vor. Und zwar wollten wir uns hier oben in diese Dachluke ninja-mäßig in die Korweger Fertigungsanlage einschleichen und auch den letzten Raider dann ausräuchern und verscheuchen. Und da bin ich gespannt, wie das jetzt abläuft. Das kann sehr ruhig werden, weil wir natürlich auf dem Dach schon ein ziemliches Gemetzel angerichtet haben. Sprich, es dürften nicht mehr viele drin sein. Oder aber es sind noch jede Menge drin und es wird eine heftige Schießerei. Ich bin gespannt. Wir sitzen gleich im Zugkegel. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Was war das? Hey, ich glaub, da draußen ist wer. Nee, da ist niemand. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Ganz easy. Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Wo sind die? Oh, da ist ein Blechshelter. Da sind die bestimmt drin. Ganz sicher sogar, ganz sicher sogar. Vielleicht kann ich eine Position einnehmen, in der ich einen Blick in den Shelter werfen kann. Und da mal ein bisschen. Ich könnte auch eine Granate reinwerfen. Das haben wir noch gar nicht so wirklich gemacht. Aber ich glaube nicht, dass es da die Möglichkeit gibt, einen Blick reinzuwerfen. Das haben die schon gut gemacht. Sie wollen doch den Müll bestimmt nicht mitnehmen, oder? Ach, Kurzwurf. Könntest du ja auch tragen, ne? Wir sind ein wenig ungeschützt, oder? Ja, das ist richtig, Kurzwurf. Das ist richtig. Oh, Einsteiger entspannen. Schauen wir mal. Ah, verdammt. Jetzt habe ich doch noch einen verloren. Das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden, aber muss ja auch sein. Ne? Das wär's. Dafür haben wir schöne Sachen gekriegt. Bümbel noch. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir hier einmal. Oh, Strohkissen. Die nehmen wir mal mit. Zu den Teddybären macht sich das bestimmt noch hervorragend. Ich speichere mal lieber, bevor wir hier. Nächster! Ach, die ganze Aufregung wegen nichts. Oh, oh, oh! Oh, ja, bitte! Eieiei. Das hat er nicht kommen sehen. Denkst wohl, du könntest dich verstecken. Also der Punkt, wir haben schlecht einsehen können, dann können das andere hier auch nicht wirklich einsehen. Oh Mann, kurz mal, bleib mal. Ups. Ich höre auf. Ich muss dir mal kurz ein paar Sachen geben. Und zwar erstmal gleich den Schrott, was bisher noch nicht wirklich viel ist. Die auf jeden Fall. Die behalten wir, Schrotflinten. Oh Mann, kurz mal, kann auch nichts mehr tragen. Das ist ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Kann man ein paar Kissen mitnehmen? Ja, komm, also brauchen wir ein paar, dass jeder eins hat. Das ist schon wichtig. Das hast du gut gemacht, Kurzwurf. Bist du irgendwo dein Geld wert, ne? Dafür stellt ihr euch aber ziemlich amateurhaft an, wenn das nicht euer erstes Feuergefecht ist.
Oh, verdammt, jetzt habe ich die Automatik. Oh, da habe ich die schlechte Pistole reingesteckt. Hm, das gefällt mir gar nicht. Weiter geht's. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Ach komm, ach nö. Da ist sogar ein Querschläger, hätte den noch treffen müssen. Ich weiß, dass du hier bist. Was zum Teufel war das? Lebst noch? Anoman! Oh, das ist Selbstschuss Anoman. Das ist ganz schlecht. Also entweder macht sich Kotzbörf da gerade einen schönen Tag oder. Ist nichts Persönliches, einfach nur du oder so gut. Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Ja, das braucht er bestimmt nicht mehr. Gut, jetzt reicht's aber! Das ist so krass. Das hackt der da einfach alle. Oha. Jetzt bin ich schon wieder vollgestopft. Hm, aber hier ist ein Terminal. Karawane. Weitere Karawane überfallen. Tja, das ist schon die dritte in einem Monat und Freddy hat uns zusätzlich die gute Nacht überbracht, dass noch eine Karawane in unsere Richtung unterwegs ist. Er sagte, er hätte ein paar Wachen gesehen, aber ansonsten hauptsächlich Zivilisten da. Ist sogar eine Braut dabei, die wie eine Wahrsagerin aussieht und ein Scherzkeks mit einem Cowboy-Hut. Ich werde Jared um zusätzliche Männer für den Überfall bitten. Diese verdammte Hut gehört mir. Eine Wahrsagerin und einer mit Cowboy-Hut, das kommt uns doch sehr bekannt vor, oder? Datenbanknetzwerk offline. Zugriff auf Datenbanknetzwerk nur für autorisierte Personen. Schon wieder. Da war auch schon, glaube ich, in der Satellitenanlage, die wir da gefunden haben. Ne? Da war auch irgendwas mit Datenbankzugriff. Bin ja gespannt, was das werden wird. Was hauen wir denn jetzt raus? Graue Strickmütze. Die wiegt fast nichts, aber hauen wir so raus. Schutzhelm, sauber, Ding, Anzug. Oh, der wiegt 3, ne? Weg damit. Weg damit. Hey. Sir. Lass mal sehen, was du so noch hast. Impro-Automatik-Pistole. Okay, die behalten.
Gasmaske mit Brille, die stecken wir jetzt ein. Dafür kriegt Cotsworth. Das Hundehalsband, das geben wir nämlich Dogmeat. Den Schutzhelm finde ich auch ganz witzig. Den behalten wir auch noch. Das und die verschweißte Lederrüstung. So. Und jetzt hauen wir die Gasmaske mit Brille raus. Und auch die Emo-Pistole hier. Das dürfte jetzt eigentlich gereicht haben. Jawohl. Und wenn wir jetzt nochmal voll sind, dann müssen wir uns halt echt nur irgendwie ein Chem reinhauen oder so. Oder was essen. Da gab es ja auch was Tragkapazität, Trägekapazität. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde entspannen. Welcher Lagerschlüssel? Den hatten wir schon. Cool. Sehr geil. Ja, und schon ist der Punkt da, wo wir wahrscheinlich überladen werden. Mal wieder. Perfekt. Cool. Es geht, es geht, es ist sehr gut. So. So, Joey, was war hier noch? Nichts. Oh, ein Aufzug? Oha. So, jetzt hauen wir uns mal was rein. Komm. Wozu haben wir denn das Zeug sonst? Gewicht. Stärke würde auch, ne? Was war denn das noch? Was hat uns da irgendwie Punkte auf Tragekapazität gegeben? Ja, genau. Gegrilltes Redhirsch. Boah. Ne? Passt. Wir müssen uns bloß ein bisschen beeilen. Es gibt aber auch so unglaublich viel immer. Was zum Teufel war das? Nichts, gar nichts. Endstation! Das wird ein Spaß! Weg mit ihm. Ja, genau, mach die diesmal kurz drauf. Mach die mal nützlich. So viel Zeug, was man einstecken möchte eigentlich. Coole hier. Raider, könnt ihr da echt nicht ein bisschen aufpassen? Ist das eine Küchenwaage? Was ist das hier alles? Warum liegen da menschliche Knochen im Kühlschrank? Mann, Mann, Mann. Ja, es geht hier alles nicht mit rechten Dingen zu, glaube ich. War's da hinten nochmal irgendwas? Nee, noch. Ich häng. Da war's auch nichts mehr. Nee. Weiter geht's. Will die Stimmen.
Das sind auf jeden Fall. Doch schon wieder. Wenn Kotzwolf da drüber geht, dann brennt die Hürde, ne? Doch nicht. Oh, Scheiße! Vorsicht, Sir! Ich glaube, wir werden verfolgt. Ach, Scheiße! So viel dazu! Ja, 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 ich hab's gesehen, K12. Noch mehr Strahlung. Überall Strahlung. Mittelverschluss. Okay, okay, was haben wir denn hier? Nichts von Wert. Telefon. Oh, das kommt mir nicht rum. Oh, das kennen wir doch hier. Das kennen wir. Runter. Orte feindliche Lebensformen. So viel Munition, ne? Erkennungsmarken. Toll, ich schleiche mich hier wirklich rein und du machst einen Lärm. Na, das war geschafft. Lonnie's Terminal. Schauen wir mal. Lexington. Oh weh, das ist wieder, glaube ich, sehr, sehr viel zum Lesen. Machen wir mal, Lexington. Lexington gehört uns verflucht. Ja, wir haben den Ghoul-Schwarm ausradiert, ohne jemanden zu verlieren. Jared hat uns vorerst in der großen Autofabrik Posten beziehen lassen. Okay, Apartment. Wir sind heute wieder durch die Stadt gezogen. Crystal und ich haben jeweils mit einem Team einige Ghoul-Nachzügler aus einem Apartmentblock getrieben, haben bereits einen Blick auf ein schönes Apartment ganz oben im Gebäude geworfen, wollte ich schon länger eine Wohnung mit Aussicht. Okay, also muss irgendwo ein Apartment von denen auch noch besetzt sein. Ich habe Jared um ein weiteres Geschütz hier unten gebeten. Er sagt, dass er sich darum kümmern wird. Nicht, ob er mich weggeschickt hat, damit er weiter seinen Camps spielen kann. Wir brauchen noch ein Geschütz. Dieser Zugang durch die Rohre nach Lexington war bisher großartig für uns, aber wenn wir ihn nicht richtig verteidigen können, ist das eine Einladung für alle, die rein wollen. Ja, oder die Dachluke, ne? Saufgelage. Crystal und die Jungs haben uns fast den Tod gebracht, als sie neulich hier unten gesoffen haben und dabei möglich
alle möglichen Geräusche gemacht haben. Ein paar Ghule wollten die Party nicht verpassen und sind durch ein Rohr reingekommen. Zum Glück vertragen die Jungs einiges und konnten trotzdem gerade schießen. Und dann noch Jared. Haben uns unser anderes Geschütz immer noch nicht hier runterbekommen. Jared muss endlich seinen Arsch hochkriegen. Er hat viel zu viel Zeit und Kronkorken dafür verschwendet, um an der Sache mit seiner Hellsicht herumzudoktern, wenn wir eigentlich diesen Ort sichern sollten. Ich werde mit ihm reden. Crystal sagt, dass er nur wütend auf mich wird. Aber jemand muss ihn zur Vernunft bringen. Okay, also wir haben hier einen durchgeknallten Techniker scheinbar, der ein bisschen zu hart am Chat hängt. Wir wissen jetzt aber auch, dass es hier rausgeht und dass wir durchaus auf Ghule treffen können, wenn wir hier weitergehen. Ich verfolge den Weg trotzdem mal. Okay, nee, da geht's dann wirklich raus. Schauen wir mal. Wo genau? Wir sind auch schon leider wieder am Ende dieser Folge. Jetzt wollen wir aber nochmal gucken, wo wir denn da wirklich rauskommen. Das braucht aber lange zu laden, du. So. Okay, wo ist das? Ah, eigentlich direkt in der Stadt, ne? Das ist also... Okay. Schon krass, da ist die Fertigungsanlage. Na gut. Aber wir sind da unten noch nicht fertig. Ich gehe jetzt nicht nochmal rein, sondern ich beende hier die Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge mit dabei seid. Euer Neflatur. Bis dann.